Hey Leute, willkommen zu einem neuen Reaktionsvideo. Der liebe ADFreak hat wieder ein schönes Video gemacht. Ich so, guck auf Discord, er, ich sollte sofort reagieren. Ich so, ja komm, geh ich mir ganz schnell Haare waschen und schau mir das Video jetzt an mit euch. Yo. Ey du, ja genau du. Bevor du jetzt runter in die Kommentarsektion gehst und schreibst einen Hate-Kommentar, alle haten. Scroll bitte an die Stelle, die jetzt gerade auf dem Bildschirm eingeblendet wird. Guck dir das an und dann kannst du bitte auch von mir aus einen Hate-Kommentar schreiben. Aber dann gehst du bitte sachlich an die Sache dran. Wir gehen los. Viel Spaß. Ein kleiner Hinweis noch am Rande. Ich war in diesem Video erkältet. Das kann man vielleicht ein bisschen an meiner Stimme hören. Erkältet gar nicht. Deswegen, nein, geht nicht. Macht euch da nichts draus. Mir geht's gut. Aber ja, meine Stimme hört sich ein bisschen gefickt an, deswegen nicht wundern. Und jetzt geht's auch wirklich los mit dem Video. Das Wort, was man reinschreiben kann. Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu meinem Video auf meinem Kanal. Heute geht es ja mal wieder um Tobi. Allerdings oh, hilf diesmal mir, hilf mir. Mit ein paar Beweisen. Und zwar hatte ich in den letzten Tagen in Zusammenarbeit mit Zucchini und Bebo, übrigens gar nicht. Zu den beiden Kanälen in der Videobeschreibung, habe ich ein paar Sachen über Tobi herausgefunden. Und ja, Warnung, schaut das Video bitte bis zum Ende. Wie ihr auch schon am Anfang des Videos gesehen habt, schaut das Video bis zum Ende, bevor ihr jetzt anfängt, einen Kommentar zu schreiben. Oder scrollt bitte an die Stelle, die am Anfang des Videos eingeblendet wurde. Und dann könnt ihr... Ich muss schon lachen, obwohl nichts passiert. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ja, es soll heute wieder um Tobi gehen. Und zwar heute, Tobi. Habe ich sogar von ihm selbst mittlerweile herausgefunden, dass er gar keine Zeit in seine Videos steckt, dass er überhaupt keinen Bock auf YouTube hat, sondern das Ganze nur mal so nebenher macht, damit er später damit richtig viel Kohle verdienen kann. Nein, dass er seine ich Videos doch nicht. Und kein Aufwand in seine Videos steckt. Und das Ganze kann euch zum Beispiel auch nochmal Vibo erläutern. Vibo, du Verräter! Tobi macht YouTube einfach nur für Geld. Das ja. Merkt man schon allein daran, dass er einfach kaum Aufwand in seine Videos packt, bis du gar nicht. Er klatscht in sein Schneideprogramm, klatscht nichts mit rein, rendert das, lädt das hoch. So, damit gibt er sich zufrieden. Und dann rufe ich ihn privat an, so, chatte mit ihm ein bisschen und der Kerl erzählt mir dann auch noch, dass er eigentlich keinen einzigen seiner Zuschauer mag. So, no, ich hasse euch alle. Warum geh weg. Machst du das? Nein, Spaß. Bleib, das mal bleib. Mag euch. Wie Vibo gerade schon gesagt hat, Tobi steckt überhaupt keine Zeit in seine Videos und macht es einfach nur noch für Geld. Was Geld, dann würde ich auf Twitch Geld? Die Monetarisierung mal anschalten. Zum Beispiel immer noch kein Geld mit YouTube. Logisch, würde die anschalten, aber nein. Könnte es ja auch sein, dass eine Abonnenten irgendwie gekauft bzw. irgendwoher sind und er zum Beispiel mit diesen Fake-Klicks dann richtige Fake-Klicks. Zuschauer anlocken kann, damit er weiter auf YouTube gerankt wird. Ich kaufe mir Klicks, ganz sicher. Finden, dass er dann irgendwann Werbung auf seine Videos schalten kann, wie zum Beispiel hier Zucchini euch nochmal erläutern wird. Zucchini, du! Ach, Tobi, ich versteh's einfach nicht. Warum machst du denn... Warum machst du Fake-Content? Ich meine, ich hab's ja schon ein bisschen vermutet. Ich hab's ja nicht Wo gesagt. Ist Fake-Content? Dann, weil wir abends ja immer zusammen chatten so. Und dann schreibst du mir das einfach mal so nebenbei, dass du Fake-Videos machst. Ey, ich Fake-Videos. Bin schockiert, Tobi. Du kommentierst einfach nur Gameplay. Also, du... Das nennt sich Let's Play! Du kommentierst es dann einfach nach, so. Und dann tust du so, als ob du failen würdest und so. Also wirklich, ich bin... Ja, ich tue so, als ob ich failen würde. Fakest du auch noch deine Abos, keine Ahnung, wie traurig deinen 571 ja. Abonnenten. Also ich bin hier. Schwerst enttäuscht, Tobi. Das kannst du doch nicht machen. Sei doch mal ehrlich, sag das dein Zuschauer. Das hat ja Prank Bros Niveau. Du hast doch keine Prank Bros Niveau, Alter. Das nimmst du zurück. Du nimmst wieder auf den Markt und kaufst dir wieder 500 Abos dazu. Genau, aber ich so kauf mir langsamen Schritten, damit das nicht auffällt. Und dann kannst du bald Werbung schalten. Ey, das ist keine korrekte Art, Tobi. Also ich bin schwerst enttäuscht. Wie Zucchini schon gesagt hat, seine Abos sind gefaked. Ganz sicher. Dafür haben wir auf jeden Fall keine Beweise. Aber es könnte darauf hindeuten, dass bei 500 Abonnenten nur ungefähr maximal 12 Live-Zuschauer sind.
und mal sagen wir mal 15 bis 22. Klar, es gab immer Videos, die haben 500 Aufrufe gehabt, aber man was kann komplett auch Standard ist, also ist komplett normal schwer für diese Abonnentenzahl. Was aber allerdings sehr, sehr stark auffällt, sind die ganz normalen Videos, die ja mal nicht so die Highlights wie jetzt die 500 Abo-Specials, sondern die ganz normalen Videos. Also die Let's Plays. Normal geklickt werden, und zwar normal so ungefähr maximal 80 Aufrufe. Hä, 80 ist doch voll normal für Let's Plays. Könnte es darauf hindeuten, dass er 200 normale Zuschauer hat. Let's Plays sind nicht mehr in, ist ja klar. Dann von ihm komplett gekauft. Let's Plays sind nicht mehr so wie damals, sind so richtig gehypt, aber dennoch, 80 ist doch komplett normal. Ich hatte Tobi ein, sagen wir mal, Interview auf etwas, sagen wir mal, sachlicher Basis zu führen. Sachlicher Basis. Ist das etwa, was ich jetzt denke? Ich habe ihn gefragt, so unter Freunden einfach mal. Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Und seht selbst, ich habe da Folgendes rausbekommen. Was sagt... Zu dieser Stelle ganz kurz. Ich wusste, dass der aufnimmt. Das war so verdächtig. Das war so verdächtig, Leute. Aber egal. Let's go. Was sagst du eigentlich zu dem Thema Faken? Hast du jemals gefaked auf deinem YouTube-Kanal? Ja. Warum machst du... Würdest du das machen für Fame oder irgendwie sowas? Ich meine jetzt faken. Abos faken. Fake-Content oder wie? Also, Wo ist sowas von, dass du da aufnimmst? Das war so 100% klar. Videos machen wir jetzt zum Beispiel Z-Max für Fame oder sowas. Ja. Ja, ich würde sofort, Leute. Falls ihr mir jetzt noch nicht glaubt, ich mache jetzt Clickbait. Ich mache jetzt Clickbait jetzt und sage in den Titel, schreibe ich. Und zwar hat Tobi in diesem Interview gerade bestätigt, dass er Fake-Content macht und dass er Fake-Abos, dass er die gekauft hat und alles Mögliche. Er hat das unterlegt natürlich wieder. Die ganzen Beweise haben wir nicht. Wir haben jetzt keine Chatverläufe oder so. Aber auf jeden Fall kann man... Ja, moin, das ist Gameplay von Vibo. Ich dachte, das war gerade HD-Free die ganze Zeit. Jetzt sehe ich erst, dass es von Vibo ist. Oh shit, man. Darauf hindeuten, dass Tobi seine ganzen Videos nur für Fame macht. Im Endeffekt hat man das ja auch. Es gibt so viel bessere Methoden, erstmal Abos zu bekommen, ohne Botten, bla 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 kaufen, Klicks kaufen. Abo-Trading. Abo-Trading ist auch verboten auf YouTube, macht es auf jeden Fall nicht. Wenn man Abos will, zockt einfach Fortnite, stream Fortnite, dann habt ihr die 1000 sofort. Aber bedenkt dran, Beleidigungen sind dann normal. Ja, auch gesehen an Among Us. Aber nein. Among Us. Wie oft sage ich, dass Among Us nix floppt? Floppt? Keine Ahnung. Ich glaube, Among Us hat Among Us gerade mal 100 bis 200 Aufrufe und das für 5 Stunden Stream? Manche, machen 20 Abos plus. Und Zucchini, auch. So, weiter. Naja, ich würde sagen, ich glaube, wir haben ihn erstmal genug erniedrigt. Ja. Und, ich wurde erniedrigt. Komm. Nein, Spaß. Ja, ihr meint Haut nochmal. Perfekt. Zu Boden gedrückt. Und, ich würde sagen, das war's auch jetzt mit dem Video. Und das hier war natürlich ein Spaßvideo. Spaß, Leute! Das war natürlich nicht ernst gemeint. Deswegen habe ich am Anfang des Videos gesagt, ihr sollt an diese Stelle scrollen, damit ihr nicht direkt einen Hate-Kommentar schreibt. Und falls ihr jetzt wieder irgendeinen Hate-Kommentar schreibt oder zu Vibo, Zucchini, Tobi rübergehen solltet, die haten solltet, das ist alles gefaked. Das ist also von mir jetzt persönlich. Es ist alles nur ausgedacht gewesen und dieses Interview, was ich gemacht habe, war auch selbst. Das war so auffällig. Ich sag's einfach nochmal. Er kommt so in den Talk, so, lass mal privat verschatten. Ich so, 100% irgendwas, 100% irgendwas. Normalerweise ist das so, wir sprechen einfach, wir talken, sprechen dann über ein Thema. Er so, jetzt will ich dir was fragen. So richtig so verhörmäßig, ich dachte mir. Safe. Und zu dieser Stelle, wo der verdeckt hat bei Discord, da waren wir im Voice-Chat, ich und Vibo und Niklas, AD-Freak. Und er so, ja, Mr. Bean, ich will da verdecken wegen Wasserrutsche. Ich dachte mir so,
Safe wollte er irgendwas verdecken wegen dieses Video, weil ich habe schon geahnt, dass so ein Video kommt. Zusammengeschnitten gewesen. Ich habe zuerst das Wort Ja aus ihm herausgekitzelt. Und aber Ja habe ich zufällig Worte gesagt, also unterbewusst. Zusammengeschnitten, damit es jetzt halt so aussieht. Das ist alles nicht richtig. Tobi ist immer noch ein Ehrenmann. Und um euch das nochmal zu beweisen, dass er ein Ehrenmann ist, ich mag jetzt... Welchen Ehrenmann? Ja. Ja, guck mal, wir haben sogar einen Beweis. Oh, dieser Tod. Oh, besser Tod. Ist dann bei jemandem im Stream drin gewesen und der hatte rumbeleidigt und so und hatte mich auch rumbeleidigt, also hatte mich beleidigt. Was? Und Tobi ist direkt zu dem rübergegangen, hat den kaputt gehatet. Leute, nein, ich hate noch nicht. Alles hat es direkt geklärt. Also, Tobi ist echt der absolute Ehrenmann, lass Liebe bei Danke, Niklas. Und Link zu den beiden Kanälen von Zucchini und Nebo sind auch mal in der Beschreibung. Weil die mir auch hier sehr viel mitgeholfen haben. Und ich würde sagen, das war's von dem Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Und bevor ihr jetzt meine Videoliste seht, was ich als alles empfohlen kriege, das lasse ich euch nicht zu. Das lasse ich euch nicht zu. Also, sehr witziges Video. Habe ich euch schon geahnt, dass so ein Video kommt? Ich sag nur Voice Chat bei mir auf dem Discord-Server. Link in der Beschreibung. Jo. Mein Toadi, der ist auf dem Thumbnail, Leute. Den dürft ihr niemals vergessen. Der Toadi ist heilig, der ist für mich Heiligtum. Wer ihn beleidigt, was? Aber wagt euch, Toads sind Beste. Ja, dann würde ich sagen, schaut mal bei den drei Five bei. Niklas, Ibo, Zucchini, Gaming, Zucchini, extra nochmal falsch gesagt. Haha. Dann sage ich, scheiße, wie geht das Auto? Oh, ich bin so vergesslich in letzter Zeit, So, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Und wir sehen uns bis dann. Wir sehen uns im nächsten Video oder so. Ich hab auch einen Scheiß drauf. Bis dann und ciao, ciao.